Mir wurde gekündigt, weil ich meinen Elektrorasierer unbefugt aufgeladen haben soll, was auch zutreffend ist. Sehr radikal, würde ich sagen, ne? Ich finde das furchtbar, dass man so kleinlich ist, dass man gar nichts mehr in der Firma darf. Man muss sicherlich auch irgendwo mal fragen, ob nicht irgendwo auch eine Bagatellgrenze einfach gezogen ist, wie in diesem Fall, wo es ja wirklich fast überhaupt keinen Wert mehr hatte, was dort entwendet wurde. Wegen so einer bescheuerten. Wegen 2 Cent ist das schon sehr radikal, würde ich sagen, ne? Also ich finde es nicht gut. Aber was soll man machen, ne? Das ist ja schon öfters vorgekommen wegen Flaschenbons und all sowas. Es ging jetzt um 2 Cent. Okay. Ich finde solche Sachen, es gibt genug andere Probleme auf der Welt. Sehe ich so. Da braucht man sich über sowas nicht aufregen. Das stimmt. Wie die Leute das so finden. Ich finde das furchtbar, dass man so kleinlich ist, dass man gar nichts mehr in der Firma darf. Genau die Frau, die ein Brötchen da gegessen hat und ist lachhaft. Aber vielleicht lag da schon ein Grund vor, dass die nur etwas gesucht haben. Das ist ja meistens immer der Anstoß dann. Ist traurig. Das stimmt, danke. Ja. Ja, also mir wurde gekündigt, weil ich meinen Elektrorasierer unbefugt quasi aufgeladen haben soll, was auch zutreffend ist. Ist halt auch was mehr und wir hatten halt Nachmittagsmandanten. Und ja, dann habe ich halt gesehen, dass ich halt während der Zeit den nicht bei mir zu Hause angeschlossen hatte, den Akkurasierer. Und wollte mich dann halt in der Mittagspause vor dem Mandanten rasieren. Ja, kann nicht wahr sein. Also ich kam halt nochmal zum Arbeiten und habe meinen Rechner angemacht und dann kam er nur, ja, kommen Sie mal bitte zu mir und ja, bringen Sie bitte Ihren Schlüssel mit. Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und ja, machen Sie bitte Ihren Schlüssel ab und ja, dann hat er mir dann die fristlose Kündigung gegeben und ich habe erst gedacht, das kann nicht wahr sein. Ja, das ist Scherz. Aber ja, war wohl sein voller Ernst. Ja, in dem nachfolgenden Gespräch, also ich saß dann noch eine halbe Stunde bei ihm oder 20 Minuten, mit ihm dann zu reden, beziehungsweise was ihn dazu bewogen hatte. Und er war halt völlig außer sich. Und ich meine, wie man halt auch der Kündigung dann entnehmen kann, oder ein Großhausverbot noch mit drin steht, wirklich. Ja, außer sich und mit ihm war nicht zu reden. Du hörst meine Frage Okay. nicht. Ja, also die Frau von meinem Chef hat dann halt gesehen, dass der Rasierer ja, neben meiner Tasche stand und hat das dann ihrem Mann erzählt. Behauptet? Ja, also er hat in der Kündigung zum einen halt behauptet, dass ich seiner Frau gegenüber gesagt haben soll, dass ich das öfters machen würde, was halt definitiv nicht zutreffend ist. Es war nur das eine Mal nach meinem Urlaub. In der Zeit hatte ich halt auch den Rasierer nicht zu Hause aufgeladen und halt sonst nie. Ein Dilemma daran, ne? Ja, wenn man fristlos gekündigt wird, dann bekommt man halt 3 Monate eine Sperrzeit auf alle Mittel vom Arbeitsamt und ohne meine Familie hätte ich dann die 3 Monate Miete für die Wohnung, Stromkosten und so weiter gar nicht tragen können. Okay, ganz kommen.
Okay, dann kannst du kommen. Den Rasierer wegnehmen. Okay, dann kannst du loslegen nochmal hier. Okay. Dann noch einmal bitte. Ja, es ist immer noch Fassungslosigkeit. Also ich weiß nicht, also es ist. Ich weiß halt nicht warum. Also weil. Ja, definitiv ist man enttäuscht. Also ich glaube auch nicht, dass ich der Kanzlei irgendwo geschadet habe. Ganz im Gegenteil, ich meine, ich wollte mich ja wirklich nur rasieren, um das Erscheinungsbild der Kanzlei für gegenüber Dritten halt möglichst positiv zu repräsentieren. Und mir dann da so einen Strick draus zu drehen, das ja, ist schon schade. Zu deinem Arbeitgeber? Ja, es war halt wie ein normales Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Ich meine, klar gab es ab und zu mal wieder Spannungen, aber es ist jetzt nichts Gravierendes irgendwie vorgefallen, wo man jetzt sagt, das würde das noch irgendwie mit rechtfertigen. Also der Stand des Verfahrens ist jetzt, dass das Arbeitsgericht Aachen festgestellt hat, dass die Kündigung unwirksam ist und den Arbeitgeber zur Weiterbeschäftigung verurteilt hat. Es besteht jetzt noch die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber Berufung einlegt. Das hat er auch angekündigt. Bleibt jetzt abzuwarten, ob er das dann auch tun wird. Worum ging es denn in dem Prozess eigentlich? Also der Fall war folgender, dass der Herr Növer hatte also einen Rasierapparat mit zur Arbeit genommen, um ihn dort aufzuladen. Und der Arbeitgeber hatte das bemerkt und der hat darin, es ist lächerlich, aber er hat darin das Unterschlagen von Strom gesehen und den Arbeitnehmer deswegen, ohne ihn vorher abzumahnen, fristlos gekündigt. Es ist natürlich so, wenn ein Arbeitnehmer eine Straftat begeht, dann kann der Arbeitgeber ihn fristlos kündigen. Das Bundesarbeitsgericht hatte auch festgestellt, dass es hier nicht auf den Wert der Sache ankommt. Aber hier haben wir natürlich jetzt einmal wirklich einen Extremfall, weil es handelt sich hier um Stromwert von 2 Cent. Also das muss man sich mal, das ist eigentlich kein Grund, jemanden deswegen zu kündigen. Dass das nur ein vorgeschriebener Kündigungsgrund ist, ist eigentlich fast offensichtlich. Und hier in dem speziellen Fall muss man halt auch noch sagen, dass der Arbeitgeber ihn zuvor nicht abgemahnt hat. Das heißt, die Kündigung ist schon deshalb nicht verhältnismäßig. Gekündigt werden? Grundsätzlich schon. Also es ist gängige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, wenn ein Arbeitnehmer eine Straftat begeht, vorliegt, dass es dann eben nicht auf den Wert der entwendeten Sache ankommt. Aber es ist halt immer so bei einer verhaltensbedingten Kündigung, dass der Arbeitnehmer grundsätzlich immer zuvor abzumahnen ist. Im Kündigungsrecht gilt der Ultima Ratio-Grundsatz. Das heißt also, eine Kündigung muss immer das mildeste geeignete Mittel in der Situation sein. Und wenn also eben die Möglichkeit besteht, den Arbeitnehmer durch eine Abmahnung auf seine Pflichtverletzung hinzuweisen, um ihm die Möglichkeit zu geben, sein Verhalten zu ändern, dann ist er eben vorher abzumahnen. Und das wäre auch in diesem Fall gegeben gewesen.